Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Tele Blocher. Es ist mittlerweile etwa die 12. oder 13. 1. August-Sendung, die wir hier machen. Und dieses Jahr ist vollkommen anders. Ja, anders und nicht. Der Geburtstag bleibt ja. Trotz Corona, ja. Und er kann feiern oder nicht, ist eine andere Frage. Das ist im persönlichen Leben auch so. Aber wenn man den Geburtstag nicht feiern kann, es ist der Geburtstag, das ist die Gedenkfeier. Und das Jahr ist wirklich, also ich rede seit mehr, ja, etwa 50 Jahren, jeden 1. August, meistens an mehreren Orten, weil das Bedürfnis besteht von Leuten, dass jemand den Geburtstag vom eigenen Land würdigt. Und das gibt natürlich immer Ruhe und Abend. Wenn das eigene Land geförderter ist, früher vor allem von außen geförderter ist, feiert man natürlich den Geburtstag gehaltvoller, als wenn er selbstverständlich ist. Das ist im Leben auch so. Wahrscheinlich, wenn es einem schlecht geht, ist man dankbarer, dass man es ja auch weitergebracht hat, als wenn sowieso alles selbstverständlich ist. Und jetzt mit der Corona-Zeit, also ich habe drei, vier zugesagt, die sind alle schon zum Teil früher verschoben worden. Ja, aber sie haben vorletzte Woche noch gesagt, Luzern sage ich ja, etwas. Ja, das ist wieder neu reingekommen. Haben wir da Junge angerufen, nein, das sagt doch nicht in der Ordnung. Sie wollten eine machen, ob ich nicht könnte reden. Habe ich gesagt, ja, wenn ihr es anbringt mit den Corona-Vorschriften, dann mache ich das. Wenn es von außen ist, geht das an sich gut. Und jetzt haben sie mir letzte Woche gesagt, nein, sie haben die Bewilligung für den Platz nicht bekommen. Die Gemeinde hat gesagt, das sei von Corona her gefährlich gut. Ist also die andere ins Wasser gefallen. Jetzt habe ich halt einmal eine 1. August-Stunde, dass ich reden muss. Und aber gedenken lohnt sich dann gleich am 1. August. Aber eben, was hätten Sie denn gesagt, wenn Sie geredet hätten? Ja, gleich wollte ich jetzt sagen. Nämlich, warum feiern wir eigentlich den 1. August 1291? Das ist ja der erklärte Geburtstag. Da muss man sich ja auch politisch dazu entscheiden. Weil ein Land wie die Schweiz ist ja nicht einem Tag entstanden, sitze ich am Tisch und sage, jetzt bist du geboren. Sondern die Schweiz im Besonderen ist entstanden, man weiß nie genau. Also man feiert ja eigentlich den Freiheitsbrief. Das heisst, der Bundesbrief von 1291, wo drin steht, und der ist ja vorhanden, Bundesbriefarchiv, wo drin steht, wir wollen das Land sein und selber bestimmen. Es ist eine Unabhängigkeitserklärung. Es ist ja latinisch. Also geschrieben haben nicht die, die geschworen haben. Das waren ja einfache Landsleute. Die haben wahrscheinlich nicht einmal Deutsch schreiben. Aber die haben den katholischen Geistlichen geholt. Da waren ja noch alle katholisch, wir auch. Und der musste das aufschreiben auf Latinisch. Und dichterisch übersetzt worden ist denn das eigentlich sehr schön durch einen Deutschen, nämlich den Friedrich Schiller. Aber das ist ja die Ironie, dass ein Deutscher war, der diese Geschichte aufgebracht hat. Ja, der hat das genau untersucht in der Schweiz. Er ist, glaube ich, nie in der Schweiz gewesen. Der Goethe hat vorab geleistet. Ja, und er hat einem Schiller berichtet. Der Goethe hat erzählt und er hat sehr gut untersucht. Also wenn man den Wilhelm Tell liest, merkt man viele Sachen, wie wenn er da gewesen wäre. Also es lächelt der See, er ladet zum Baden, Beschreibung vom Vierwaldstättersee und vom Sturm und so weiter. Hohle Gasse, ja. Hohle Gasse, oder? Wo der gestern verschossen worden ist vom Tell nach dieser mythischen Geschichte. Dann merkt man, der hat das erfasst. Natürlich war das auch ein politisches Stück vom Schilder, totzmal. Das war anfangs vom 19. Jahrhundert, also vor 200 Jahren, 1804 und so weiter, wo Umwälzungen gsi sind von der Gegenbewegungen, gegen die Monarchie, gegen... Und das hat ihm natürlich sehr gepasst, so ein Landvolk, das sagt, wir wollen keine fremden Richter haben, wir wollen selber entscheiden, wie es der Schiller ausgedrückt hat, oder? Wir wollen sein
ein einzig Volk von Brüdern und so weiter und uns nicht trennen in Gefahr, das ist die Unabhängigkeitserklärung. Und den Tag hat man gewählt, damit da können andere wählen. Es gibt nämlich schon einen Freiheitsbrief von 1271. Aber den weiss man nicht mehr. Den weiss man nicht mehr. Also der existiert nie nicht, oder? Nein. Und der Bundesbrief ist auch ein sehr schönes Stück. Es ist ja nur eine Seite, es sind nur ein paar Sätze. Aber es ist eigentlich alles drin, oder? Und er fängt an, in der Arglist der Zeit. Aber das steht jetzt nicht beim Schild, sondern das steht, wenn man es übersetzt. In Schweiz, ja. In Schweiz, Marginal, ja. Wenn man den Bundesbrief übersetzt, von Lateinisch auf Deutsch, in der Arglist der Zeit ist er beschlossen worden. Und was war die Arglist von der Zeit? Nämlich, dass die Habsburger haben wollen, die Schweiz dominieren. Und das haben die Landsleute von Uri, Schweiz und Nidwalden nicht wollen. Das nicht wollen. Sagt so, jetzt nehmen wir es selber in die Hände. Und das war der Gedanke von der Schweiz die ganze Zeit bis heute. Wir bestimmen selber. Und jetzt in den Zeiten, wo wir bedroht sind, im Zweiten Weltkrieg, hat natürlich der 1. August eine besondere Bedeutung gehabt. Wie man dort gesagt hat, wir sind noch allein. Darum haben wir ein Finden. Und dürfen wir noch allein bestimmen? Es hat ja Kreis gegeben in der Schweiz, die gesagt haben, nein, passen euch die Deutschen an, Mittler an und so weiter. Und die anderen haben gesagt, nein, wir heben durch, man hat durchgegeben. Widerstand oder Anpassung sind da gewesen. Und jetzt haben wir die Corona-Zeit. Man darf den 1. August nicht feiern, weil man nicht zusammenkommen wegen dem Anstecken. Ich habe Verständnis, dass man so eine Regelung macht. Aber der 1. August hat natürlich jetzt eine besondere Bedeutung. Wir haben jetzt erlebt in einer Krisenzeit, wie wichtig das ist, dass es lange handeln kann. Wir haben lange Grenzen nicht zugemacht. Gegen Italien, wo ja die Corona früh ausgebrochen ist und ganz intensiv. Und man gewusst, das steckt an. Man hat alle Hype gemacht im Land. Nur das hat man nicht gemacht, wo genützt hat. Darum ist das Tessin so dran gekommen. Darum der ganze Gürtel der Grenzen an. Die Watt. Genf. Oder? Weil von dort her ist es gekommen. Das ist nicht, weil man etwas gegen die Italiener hätte müssen zu machen, sondern dass man Kranken nicht ansteckt. Man hat es dann nachher schlussendlich gemacht, weil es andere Länder auch gemacht haben, aber erst hier. Und zweitens, wir haben auch gesehen, den Nachteil von der Globalisierung. Oder? Weil die Globalisierung ist natürlich, das ist offene Grenze, das ist ja gut. Aber man darf nie die Entscheidungsfreiheit und die Sicherheit aus den Händen geben. Und wir sind drauf und dran, das aus den Händen rauszugeben. Wir haben das bekannte Beispiel, haben wir auch behandelt schon im Teleblocher. Oder die deutschen Medizinalgüter, die wir außerhalb gekauft haben, wollten stoppen. Und jetzt mit der Energie wird es dann also verheerend. Mit der elektrischen Energie, wenn wir die Kernkraftwerke abstellen, sind wir noch weniger autonom, dann kaufen wir die Elektrizität auswärts zu. Und dann sagt der Staat, nein, nicht mehr. Aber jetzt gibt es ja gerade, der 1. August eignet, oder die Tell-Sage eignet sich ja natürlich auch immer zu Vergleich mit der Jetztzeit. Jetzt sagen ja Ihre Gegner, gerade Corona hat ja gezeigt, dass man eigentlich mit dem Ausland kooperieren muss. Kooperieren und die Entscheidungsfreiheit aus den Händen rausgeben, ist nicht das Gleiche. Unsere Devise war ja immer, selber bestimmen, aber weltoffen. Die Schweiz ist ein ausserordentlich weltoffenes Land. Schon von der Natur her ist das wirtschaftlich gegeben. Wir haben ja keinen Binnenmarkt, wir haben keinen Rohstoff, wir haben keinen Meeranschluss und so weiter. Darum haben wir schon früher mit dem Ausland verkehrt. Also ich bringe immer das Beispiel der Aargauer mit ihren Strohhüten. Der Wert war Ägypter und so weiter. Also die sind immer früher raus, aber nie die Entscheidungsfreiheit preisgegeben. Bis jetzt, die Jahre, so
89, wo zwischen Ost- und Westdeutschland gefallen ist, wo man in einer Euphorie gesagt hat, die Intellektuellen vor allem, jetzt gibt es keinen Krieg mehr, jetzt braucht es keine Grenzen mehr und so weiter. Einfach völlig läppisch gemeint, so eine Umwälzung führt zu anderen Sachen. Seitdem hat es starke Kreise in der Schweiz, die nicht mehr zu der Schweiz stehen. Und das ist bis heute natürlich da vorne dran der EU-Beitritt. Die wollen die EU, haben immer wollen und haben dann verloren in den 90er Jahren bei der Abstimmung über den europäischen Wirtschaftsraum. Das war die Vorstufe, um dann in die EU zu gehen. Und das Volk hat das abgelehnt. Was immer sagen, mit einer Stimmbeteiligung von 80%, also fast 80%, also wenn Sie so wollen, weil das heute ein Modewort ist, historisch, für so eine hohe Stimmbeteiligung. Und in dem leben wir jetzt. Jetzt hat es nicht mehr sehr viel, die den Mut haben zu sagen, wir wollen in die EU. Es sind also wenig. Sie merken, das sagen auch die Meinungsumfragen, und zwar seriöse Meinungsumfragen. Eine der besten ist immer die, die DTR macht, glaube ich, alle 2 Jahre. Also die Zustimmung zum EU-Beitritt ist da nie so klein gewesen. Ich glaube, wenn noch 3/4 wollen nicht mehr in die EU. Und für die Neutralität sind, glaube ich, 82%. Aber diese Kräfte sind immer noch vorhanden in Bern. Nur sagen sie es nicht, darum will man sie auf Umweg machen. Wie ist das eigentlich? Jetzt haben wir ja auch Zuschriften bekommen. Jetzt haben wir ja das 700 Milliarden, sind, glaube ich, 700 Milliarden Paket gehabt, letzte Woche von der EU, Corona. Muss da die Schweiz auch irgendetwas dran zahlen, oder? Sie wetten, ja. Das ist die berühmte Kohäsionsfondszahlungen, oder? Wo die EU ja verlangt. Sie sind jetzt ein bisschen ruhig, weil sie Angst haben, Begrenzungsinitiativen, die die EU uns ja aufzwängt, die Personenfreizügigkeit. Wo im September abgestimmt wird, im September abgestimmt wird, dass man endlich die Begrenzung macht. Weil es hat, zu viel sind zu viel, oder? Und das Volk schon mal abgestimmt hat und gesagt hat, jetzt, wir wollen das nicht mehr, die Personenfreizügigkeit. Das kommt jetzt noch mal. Und das haben sie natürlich auch mit dem Bundesrat abgesprochen. Sind ruhig, wenn er jetzt fest auf uns drückt. Sind ruhig mit dem Rahmenabkommen, wo ja noch viel weiter geht. Und das ist die Frage auch für den 1. August, Anpassung oder Widerstand. Müssen wir uns eigentlich allem anpassen? Es lohnt sich, unabhängig zu sein, indem man selber entscheidet. Aber mit allen Ländern, da hilft uns wieder die Neutralität, ein gutes Einvernehmen haben. Und es gibt ja Sachen, die man miteinander lösen muss. Also ich sage jetzt etwas. Wenn der Gotthard die kürzeste Verbindung ist, also Gotthard-Linie zwischen Nord und Süd, nein, ja, wir machen nicht mit euch. Ihr könnt ja in die Schweiz rumfahren. Nein, also wir sind ja schließlich unabhängig, sondern sagen, ja, da finden wir ja eine Lösung. Wir haben ja eine grosszügige Lösung gemacht, auch mit dem bilateralen Abkommen. Wir haben die Bahn selber gebaut, wir haben die Bahn selber bezahlt und gerade 2 an der Gotthard und der Lötschberg, wo natürlich den europäischen Staaten nützt und erst noch einen Preis abgemacht von 900 Franken. Darum die Drohungen, wenn die Schweiz der Begrenzungsinitiative zustimmt am 27., dann wallen die anderen Verträge dahin. Da könnt ihr vergessen, weil es gegen die eigenen Interessen handelt die Staaten nicht. Die sind auch nicht so dumm, oder? Und solche Sachen kann man machen, aber man muss immer noch selber können bestimmen. Und jetzt kommt die grosse Frage von uns, denn das ist das sogenannte institutionelle Abkommen oder auch Rahmenabkommen, wo sie sagen, da wo die Schweiz, wo die EU ein weiteres gegenkommt, dass sie bestimmen in der Schweiz und wir nicht mehr selber bestimmen können und wir sogar den Europäischen Gerichtshof anerkennen für viele Fragen. Und das ist der Sinn vom Geburtstag, darüber nachzudenken. Wir können doch unglaublich dankbar sein, dass wir seit über 700 Jahren in dem Land
das fertig gebracht hat, ein Armsland, ökonomisch ist die Schweiz an sich ein Armsland, eine gute Situation. Für die, die sie im Ausland untersuchen, sind wir überall bei der Lebensqualität, bei der Wirtschaft, bei der Einkommensverteilung und so weiter, sind wir in den vordersten Plätzen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Und das hängt viel damit zusammen, dass wir eine Staatsform haben, die eben die Mitsprache des Bürgers im Vordergrund stellt. Das ist bei entscheidenden Sachen mitbestimmen. An der Urne können sagen, das Gesetz wollen wir, das wollen wir nicht, die Verfassung wollen wir, das wollen wir nicht. Und das bedingt aber auch, dass man Politiker wählt, die das machen, was sie müssen. Nämlich die Verfassung ernst nehmen. Da böset es. Da böset es. Das sehen wir. Hat beschlossen bei der Masseneinwanderung. Wir wollen das beschränken. Das steht in der Verfassung in der jetzigen. Kontingent, den Vorrang vom Inländer und so weiter. Und da hat das Parlament gar nichts gemacht, kalt schnäuzig drüber weggefahren. Und in dem Chor, wenn dann die ganze Mediengesellschaft mitmacht, sagen, das ist jetzt die Erfüllung von dem Volkswillen und von dem Artikel. Jetzt kommt das noch einmal vor die Turnen, eben die zweite Aufführung eigentlich von dieser Masseneinwanderungsinitiative. Sind die Umfragen eher schlecht? Für die SVP, ja, oder? Was ist Ihr Gefühl jetzt? Ja, ich weiss es auch nicht, natürlich. Es ist sehr schwerhitzig. Ja, man kann sich abschätzen, oder? Ein Abstimmungskampf führen, das hat jetzt mit Corona zu tun. Wir sind natürlich auf öffentliche Anlässe besonders angewiesen, weil die anderen, die Klasse Politik, hat natürlich das Fernsehen. Wir sind ganz auf der anderen Seite. Die sind ja auch stark links, oder? Dann die grossen Verlage. Sind stark links, der kommt Zürich-Zeitung, die nicht so stark links ist. Aber natürlich von der Wirtschaft her, die drohen ja. Eben, Economie Suisse. Bilateralverträge, Economie Suisse. Und da an die Leute heranzukommen und zu sagen, um was das geht, ist es schwierig. Und sie haben natürlich auch viel mehr Geld. Die zahlen ja zwar nicht selber, die Leute. Aber die aus den Firmen holen die das Geld, oder? Glauben Sie, dass die Diskussion jetzt um Ihr Ruhegehalt auch ein bisschen geschadet hat? Oder ist ja, das weiss ich nicht. Ja. Das sind so, die Leute sind ja nicht so dumm und sagen, wir brauchen nicht so grosse Einwanderung, weil wir sind nicht einverstanden, dass der Bloch das Ruhegehalt überkommt. Sie haben ja noch recht, das Ruhegehalt ist ja unanständig hoch. Aber das ist jetzt halt gesetzlich vorgesehen. Ich wollte es schon lange ändern im Nationalrat, sogar als ich im Bundesrat war. Habe ich gesagt, man sollte das neu regeln. Aber jetzt gilt es halt und ich bin nicht bereit, auf den Rechtsanspruch zu verzichten, wo die anderen nachher wahrnehmen. Also, rechtsohnig ist recht. Aber item, so blöd sind die Leute ja nicht. Aber die Diskussion ist ja, wenn wir es mal vergleichen, das ist ja interessant, aber in dieser Sendung, man kann ja die Stimmungen vergleichen, vor, wann ist das? 2014, also 6 Jahre mittlerweile. Ja. Ist ein Thema anders bei den Leuten gewesen, oder? Ja, oder man das auch können unter die Leute können. Hängt das auch mit Corona zusammen? Ja, oder ja. Ich meine, Corona, die Leute sehen ja jetzt, mal schauen, wer da als Kurzarbeit hat und in die Arbeitslosigkeit kommt. Bei einer freien Zuwanderung trifft das natürlich die Leute, die da sind. Die werden zum Teil auch ältere, sehr junge. Darum haben sie ja Panik bekommen, machen so eine Spezialversicherung. Jetzt werden die Leute sagen, damit die Eltern, die dann hier ersetzt werden, eben können bezahlt werden. Die brauchen ja Arbeit. Jetzt wird es noch einfacher. Jetzt sagen dann die Wirtschaft, ja gut, wenn ja die Unterstützung kommt, dann kannst du jetzt Leute mit 58 ohne weiteren entlassen. Dann kommen zuerst 2 Jahre Arbeitslosenentschädigung über und nachher kommt die neue Einrichtung. Also, sie gehen ja, mit dem gehen sie ja zu. Dass das ein grosses Problem ist. Und das sehen ja die Leute auch. Und da muss man halt schauen, die Leute. Also die Diskussion findet ja so im Stillen natürlich schon statt. Also unter den Leuten schon. Das nimmt ja noch zu. Es geht ja noch bis im 27. September. Wenn wir ganz kurz schauen, eben 1. August, wenn wir den Bogen noch schliessen. Es ist schon noch eine interessante Zeit. Also wir haben ja, Sie haben es ja jetzt auch in der letzten Sendung schon gesagt, am Anfang, der Lockdown war überall Panik. Jetzt ist wieder, hat man das Gefühl, wenn man auf den Straßen ist, haben immer weniger Leute
Nicht gerade in den Bussen und so, dort haben wir Masken, aber sonst ist eigentlich der Corona normal. Dabei sind die Zahlen eigentlich gleich hoch wie vorhin, oder? Ja, ja. Also man muss so gerecht sich ja zu dem immer von Anfang an gesagt, wir müssen das halten, was jetzt bestimmt worden ist. Ja. Ob jetzt richtig oder falsch. Aber es hat sich auch gezeigt, es braucht den Druck von oben, oder? Ja, natürlich. Das ist natürlich so. Und da braucht es aber auch Rechtfertigung. An sich kann man ja sagen, kann jeder selber schauen, ob er angesteckt wird oder nicht. Jeder ist ja selber verantwortlich, dass er nicht krank wird. Aber das Problem ist natürlich, wenn das Hauptproblem die Ansteckung ist und er sich ansteckt, steckt er ja wieder andere an. Eben, der Verantwortung dem anderen gegenüber. Ja. Und jetzt sind wir halt beim Gesundheitswesen und das ist auch praktisch staatlich. Für die müssen wir dann ja alle sorgen, wenn sie ins Spital kommen. Die Intensivstation und so weiter. Da kostet dann alles. Und jetzt hat man bei der Gesundheitswesen die Eigenverantwortung genommen. Und jetzt bestimmt halt der, der muss zahlen, wer zahlt, befiehlt. Und im Moment wissen sie selber nicht recht, was machen, oder? Wenn man es zurück... Wir haben es mehrmals schon gesagt. Am Anfang haben sie es zu leicht genommen. Zweitens, sie haben ja eigentlich erst gehandelt, wo der Höhepunkt schon war, oder? Und dann haben sie in einer Panik mehr oder weniger 3/4 mal stillgelegt. Die Schulen zu, die Lehranstalten zu, alle Veranstaltungen zu, in den Unternehmen Vorschriften zum Zusammenarbeiten, wo fast hast müssen Homeoffice machen, also die Heimarbeiten und so weiter. Und da haben sie vielleicht ein bisschen überzogen. Und dann hat man es aufgetan und dann undifferenziert aufgetan, oder? Also man hätte ja können sagen, hört, dort, wo es ganz schlimm, also in den Restaurants haben sie es eigentlich gut gemacht. Jetzt haben sie gesagt, so viel Abstand, am Anfang ein bisschen zu viel mit 2 Metern, oder? So 1,50, das ist ja die Distanz, da wird Personal eine Maske. Bei den Coiffeuren haben sie es ganz intensiver gemacht, da war meine Tochter, die Nationalrätin, stark dahinter gewesen. Aber sonst haben sie es dann wieder sehr undifferenziert gemacht. Ich meine, im öffentlichen Verkehr weiss man, dass man nicht 1,5 Meter nebeneinander hocken. Normalerweise, oder? Also, wenn die Züge leer sind, geht das, aber sonst nicht. Und dort ist lang gegangen, bis sie endlich gesagt haben, also, da musst du jetzt halt eine Maske anlegen. Der muss halt dann befehlen. Und dann ist das Nächste gekommen. Wenn du etwas anordnest, musst du es kontrollieren und korrigieren. Da sind wir wieder beim 1. August. Das Land muss eine Möglichkeit haben, zu handeln. Aber der Staat darf nur handeln, wo er gesetzlich gerechtfertigt ist. Der kann nicht willkürlich einfach etwas machen. Und da muss man jetzt den Weg finden. Und ich hoffe, dass natürlich die Leute auch vernünftig sind. Also mir leuchtet das ein, man muss 1,5 Meter voneinander weg sein. Und dort, wo man im Zug sitzt, muss man halt, wenn man 30 cm hat, die Maske tragen. Und auch bei Prüfen, wo man in einem Tisch schon so eng sitzt, muss man halt die Maske anlegen. Also, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen schönen 1. August. Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hat mich gefreut, dass Sie dabei sind. Nächste Woche geht es weiter, Tele Blocher. Ich wünsche Ihnen, wie gesagt, einen schönen Nationalfeiertag und noch eine angenehme Woche.